auch diese Wurzelfunktion muss ich umschreiben, wenn ich sie ableiten will. Das heißt, aus der Wurzel bla 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 schreibe ich das Ganze hoch und halb. Vor dem Ableiten lautet meine Funktion k von x, also das ein halb bleibt stehen. Aus Wurzel aus und so weiter wird Klammer hoch und halb. Das Innere der Klammer bleibt natürlich stehen. Und jetzt erst leite ich ab. Ich leite mit der Kettenregel ab, weil ich habe eben Zahl mal Klammer hoch irgendetwas. Ableitung. Das ein halb bleibt stehen. Die alte Hochzahl, die 0,5, kommt nach vorne. Dafür wird die neue Hochzahl 1 kleiner. 0,5 minus 1 ist minus 0,5. Das Innere der Klammer ändert sich nie. Also steht da 4x² plus 4,5. Jetzt bin ich fertig. Jetzt erst kommt die innere Ableitung. Das heißt, jetzt erst schaue ich, was steht im Inneren der Klammer. Und das leite ich ab. 4x² abgeleitet gibt 8x. 4,5 ist mit Plus verbunden, fällt also weg beim Ableiten. Das heißt, das war die innere Ableitung. Und jetzt fasse ich zusammen. Ein halb mal 0,5, blöd zu rechnen. 0,5 mal 8 sind 4, mal ein halb sind 2. Das heißt, zahlenmäßig habe ich hier eine 2. X-mäßig, dieses x bleibt stehen. Und dann natürlich noch die Klammer. Wenn ich möchte, kann ich noch weiter umschreiben. Das heißt, erstmal könnte ich aus Klammer hoch minus 5, Klammer hoch plus 0,5 machen, indem ich es runterbringe in Nenner. Hätte also unten die Klammer hoch plus 0,5. Oben bleibt das 2x übrig. Und wenn ich jetzt wirklich super motiviert bin, könnte ich aus dem hohen 0,5 wieder eine Wurzel schreiben. Und dann geht nichts mehr. Also nichts Intelligentes mehr. Ach, 4x² plus 4,5 soll es sein.